Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Bullshit 8. Wir sind immer noch in der sinnlosesten Rückblende aller Zeiten. Darauf sprechen wir gleich nochmal an. Erstmal hier weiter. Mama ist die Hexe Idea. Ja. Mama? Hexe Idea? Warum hat sie? Gute Frage, ne? Warum hat sie was? Warum hat sie die Raketen abgeschossen und Kriege geführt? Das können wir jetzt nicht herausfinden. Da hat er recht. Ja, wir können sie schlecht fragen, ne? Hört mal auf, bitte. Den Garten und die Seeds hat sie doch ausgedacht, nicht wahr? Ich bin zwar kein Seed, aber so viel habe ich begriffen. Ja, Seeds kämpfen gegen die Hexe. Richtig. Irgendwas stimmt da nicht. Als Cypher mich folgt hatte, fragte er, was die Seeds eigentlich sind. Das müsste Edea wissen, ne? Aber die Hexe Edea ist unsere Mama, so viel steht fest. Also, die eigentliche Mutter ist es nicht. Sie ist die... Wie soll ich sagen? Sie ist quasi eine Nanny. Sie führt dieses Waisenhaus an und kümmert sich um die Kinder. Und die Kinder nennen sie Mama, weil... Ja, was halt sowas wie eine Mutterfigur für sie ist. Das ist... Ich meine, das ist ja nicht mal unlogisch. So sind Kinder. Aber Edea sollte eigentlich wissen, was Seeds sind. Laut Sid wissen wir nämlich, dass Edea die mitgegründet hat. Sids Frau ist doch die Hexe. Und sie haben Hexenritter ausgebildet, um Hexen zu töten. Ich wollte einiges sagen. Oder eines. Ja. Ich kann verstehen, was Rinoa gesagt hat. Aber trotzdem werde ich kämpfen. Ich will mein Leben nicht bereuen müssen. So denken auch die anderen, meine ich zumindest. Daher sollten wir bewusst sein, dass wir gegen Mama kämpfen. Man sagt doch, dass ein Mensch unbegrenzte Möglichkeiten hat. Aber ich glaube nicht daran. Ich hatte immer nur eine kleine Auswahl, manchmal überhaupt keine. Ich stehe jetzt hier, weil ich trotz allem immer meine Wahl getroffen habe. Daher haben meine Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, eine wichtige Bedeutung für mich. Klar, wir kämpfen gegen unsere geliebte Mama. Und wir können wegen den Gav unsere Erinnerungen verlieren. Aber ich sage, na und? Ich bin nicht aus purem Zufall hier. Ich stehe hier, weil ich mein Leben selbstbestimmt habe. Und dazu kommt, dass wir als Kinder alle zusammen waren. Wir kommen aus verschiedenen Gründen nicht zusammenbleiben. Weil wir damals noch Kinder waren, konnten wir nicht alleine leben. Es gab auch keine andere Wahl. Mehr als weinen konnten wir nicht. Aber... Aber wir sind jetzt wieder zusammen. Neue Kameraden, Freunde sind dazugekommen. Wir sind keine Kinder mehr, wir sind stark geworden. Weil wir nicht mehr wollen, dass unsere auseinandergerissen werden. Deswegen werde ich kämpfen. Ich will so lange wie möglich mit euch zusammen sein. Das ist ja auch das Einzige, was ich tun kann. Ich auch. Ich werde kämpfen. Ich will mir nichts gefallen lassen. Scheiße ist, dass wir gegen unsere Mama kämpfen müssen. Ja. Je nach Situation müssen sogar die Gartenschüler gegeneinander kämpfen. Ja, wie mit Cypher, ne? Rinoa! Das ist unsere Art und Weise, wie wir uns und unsere Freunde beschützen. Bleib bei uns, wenn du das akzeptieren kannst. Wir wollen alle, dass du bleibst. So. Nach dieser... Hey, schaut mal! Yay! Schnee! Ich meine, gut, das ist nicht mal ungeschenkter Elfenjahr. Nee, eigentlich nicht. Das ist nicht mal unlogisch. Wir sind auf einem Eiskontinent. Da kann es natürlich sein, dass es hier anfängt zu schneien. Lasst uns doch zu Edeas Waisenhaus. Wie es dort jetzt aussehen mag? Wir waren schon mal dort. Vielleicht erfahren wir dort etwas. Du meinst darüber, was mit unserer Mama passiert ist? Die Ursache liegt doch in der Vergangenheit, oder? Die können wir aber nicht ändern. Egal, was der Grund dafür gewesen war, es ändert nichts an der Lage. Aber, ehrlich gesagt, ich will es auch sehen. Lasst uns jetzt Edeas Haus suchen. Das Spiel sagt euch nie, wo Edeas Haus wirklich ist. Aber wir hatten es halt zufällig schon mal gefunden. So, Kleinigkeit zu der ganzen Kiste. Wir haben jetzt ungefähr, das waren jetzt ungefähr 25, 30 Minuten, diese Rückblende. Ich bin ein bisschen schnell durchgegangen durch den Text und habe ein bisschen geraged. Aber
das Wichtigste oder das Heftigste an der ganzen Kiste. Wir haben jetzt erfahren, dass die unsere ganzen Charakter sich als Kinder schon gekannt haben. Die haben alle zusammen, die haben sich damals schon kennengelernt, hat aber irgendwie überhaupt nichts verändert. Ich meine, im Großen und Ganzen, sie waren davor schon Kameraden, wir haben schon davor alle in einer Gruppe zusammen gekämpft und keiner hat die Gruppe verlassen oder sonst irgendwas. Das heißt, diese Einsicht, dass wir alle uns als Kinder gekannt haben, hat nichts verändert. Wir haben erfahren, dass die GF unsere Erinnerungen zerstören. Aus welchem Grund auch immer die das können, aber es ist so, die zerstören unsere Erinnerungen. Das heißt, wenn wir die GF weiter benutzen, werden wir immer mehr und mehr unsere kompletten Erinnerungen verlieren. Hat das irgendwas verändert? Haben wir aufgehört, die GFs zu benutzen? Haben wir uns entschieden, die GFs nicht mehr zu verwenden? Nein. War also genauso sinnlos. Wir wissen zwar, scheiße, die GF zerstören unsere Erinnerungen, aber wir benutzen sie trotzdem, weil wir brauchen die Macht. Ich meine, man hätte das Spiel auch komplett ohne Kopplungen durchspielen können. Das geht, ändert auch nichts an der Story. Was wieder zeigt, dass das ganze Zeug sowieso Bullshit ist. Selbst wenn ihr die GF im Spiel nicht benutzt, das Spiel entscheidet das für euch. Also von daher, wie gesagt, diese Info war genauso sinnlos für uns, wie die Tatsache, dass wir alle uns als Kinder gekannt haben. Ihr vergesst das immer, auch wenn ihr bis zu dem Punkt ohne GF spielt. Drittens, wir haben erfahren, dass unser Bösewicht aus dem Spiel eine Nanny ist. Es ist okay, ich meine, andere Spiele hatten Supersoldaten, kranke Clowns, Geistesgestörte, Mondleute, was auch immer, einen schwarzen Ritter. Und hier haben wir halt eine Nanny. Das ist auch alles gut und recht. Wir haben aber vor allem erfahren, dass der Bösewicht aus unserer Geschichte, oder halt zumindest für jetzt, ich meine, es geht ja noch weiter, aber der Bösewicht in unserer Geschichte ist die Mutter der Charakter. Hat das was verändert? Wollen wir sie jetzt nicht mehr töten? Nein! Die Story geht genauso weiter wie zuvor. Diese 30 Minuten Exposition, die wir uns jetzt gegeben haben, wo wir mit Bullshit-Moment nach Bullshit-Moment nach Bullshit-Moment zugeschissen wurden, hat in Sachen Story oder in Relevanz oder Handlung nichts verändert. Es hat sich nichts geändert. Unsere Charakter wollten die Hexe davor platt machen, haben die GFs davor benutzt und waren davor eine Gruppe. Und jetzt, nachdem wir diese ganzen Informationen wissen, machen wir genau das Gleiche. Wir wollen Edea klatschen, wir werden unsere GFs benutzen und wir sind ein Team. Wir haben Rinoa nicht rausgekickt und Rinoa will auch selber nicht raus. Die ganze halbe Stunde Exposition war nicht nur komplett Bullshit, sondern auch komplett sinnlos. Ihr seid alle so stark. Das stimmt nicht. Wenn wir über alles nachdenken, wären wir zu ängstlich. Ich glaube, dass jeder von uns fürchtet. Vielleicht gibt es eine friedliche Lösung. Nun gut. Wir müssen jetzt eine Truppe zusammenbasteln und ich nehme gerade einfach wieder die gleiche Truppe wie eben. Marinoa wieder mit, unser Sniper-Team. Wir müssen jetzt nochmal in den Krabiergarten, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, wir werden automatisch rausgekickt. Ja. Wir wollen aber auch nochmal rein. Ich sagte, wir wollen nochmal rein. Lass mich aussteigen. Denn wir gehen jetzt erstmal nochmal, wie gesagt, zu in dem Garten. Da gibt es noch eine Kleinigkeit, die wir noch erledigen müssen. Und zwar, erinnert euch, was in der letzten Folge und in der Folge davor? Da gab es dieses Mädel, die Freundin von Selfie. Die hat eine seltene Karte, die ich gerne gewinnen möchte. Und diese Karte, die holen wir uns jetzt. Ich meine, die Regeln hier sind ziemlicher Bullshit. Ich sag's, wie es ist. Travia hat ziemlich assi Regeln. Übrigens, hier ist noch eine Waffenmagazin. Ich hab's nicht vergessen. Ich wusste, dass das hier ist. Ich wusste sowieso, dass wir hier nochmal rein müssen. Gucken wir mal, was haben wir für ein neues Magazin? Nice. Vergehen und Strafe ist eine verbesserte Modell der Spaltlanze. Sie wird nur noch vom Löwenherz übertrumpft, das wir in unserer ersten Ausgabe vorgestellt haben. Ah, das ist also so die zweitbeste Waffe. Nice. Rot ist bei vielen Faustkämpfern eine besondere Farbe.
Sie steht für Mut und Unerschrockenheit. Der Ehrgeiz gilt als die stärkste Faustwaffe. Okay, das ist seine beste Waffe. Und ihr seht, wir brauchen dafür Adamantin. Haben wir sogar. Nice. Der Kardinal ist die modernste Flugwaffe. Genau wie die Valkyrie besitzt diese Waffe Stabilisatoren. Ihre Wirkung jedoch übertrumpft den Vorgänger bei weitem. Nice. Dann haben wir die stärkste Waffe unter den Peitschen. Ist die Königinnenwache. Statt dem Küsschenfühler werden hier Fangarme eines Morbols verarbeitet. Ziemlich heftiges Ding. Also wir können hier schon einige gute Waffen bauen. Ihr seht, da sind schon Juni. Uns fehlt noch die Juli-Ausgabe. Und uns fehlt noch die Erstausgabe. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht mehr, wo die Juli-Ausgabe war. Aber ich denke mal, dass wir die noch finden. Und eben, wenn wir mit ihr hier Karten spielen wollen. Sie will auch keine Regeln mischen oder sonst irgendwas. Sie spielt mit einer Regel, die ziemlich lästig sein kann. Und zwar die Random Hand. Das sorgt nämlich dafür, dass wir einfach per Zufall Karten auswählen. Das kann ziemlich problematisch werden, wenn ihr lauter schwache Karten zugeteilt kriegt. Aber sie spielt eine seltene Karte und ich werde das jetzt so editieren, dass sie hier gleich die gute Karte spielt. Ja, oder sie spielt sie sofort. Das ist noch besser. Die Karten, die wir ausgewählt gekriegt haben, sind gar nicht mal so schlecht. Also wir haben eine echte Chance zu gewinnen. Ich nehme mir mal den hier mit einem Eisengiganten. Dann den hier mit Namtal Utok. Ah, jetzt besiegt er mich mit der Same-Regel, ne? Ja, da kann ich leider nichts machen. Selbst wenn ich so spiele. Schade. Und es wird nun entschieden. Ah, da haben wir die Selfie-Karte wieder. Das ist gut. Und wir haben sogar eine echte Chance zu gewinnen. Also ich habe ein paar gute Karten hier. Erstmal muss ich aufpassen, weil Selfie kann von... Ich brauche eine gute Karte, die von unten ist. Ich habe lauter Karten, die gut von oben sind, aber nichts, was wirklich gut von unten wäre. Vielleicht so. Ich meine, er nimmt sie immer mit der Tomberry-Karte. Na ja, gut. Ich muss... riskant spielen, es bleibt mir nichts anderes übrig. Die kann ich mir jetzt theoretisch auch wieder selber holen. Und zwar so. Das ist gut. Jetzt hat er sich nämlich schon mal mehr oder weniger selber ins Aus verfrachtet. Ich spiele die mal hier hin. Die kann er mir so, glaube ich, nicht wegnehmen. Damit haben wir gewonnen. Wunderbar! Damit kann ich mir jetzt die Selfie-Karte holen und wir nehmen noch einen Tomberry King dazu. Und damit haben wir unsere seltene Karte gewonnen. Und das ist der Grund, warum ich hier keine Regeln loswerde. Ich meine, es ist zwar ein Kartenspiel, was ein bisschen lästig ist. Ihr könntet eure Regeln, eure Quoten deutlich verbessern, indem ihr eure ganzen schlechten Karten einfach per Kartenwandler loswerdet. Das geht. Aber... ihr müsst euch eigentlich nur mit einem schlechten, mit einem Nachteil auseinandersetzen. Selfie verwandelt sich in Elementschilde. Die sind, glaube ich, fast so cool wie die anderen. Wir hätten noch diesen anderen Schild bekommen, der auch ziemlich heftig ist. Wo ist er denn? Der Zustandsschild, ja. Weiß nicht, ob wir den irgendwann mal benutzen, den Elementschild. Wir gehen jetzt mal kurz zurück nach Timber. Denn dort gibt es ein Item, was wir im Hundeshop kaufen können. Und das brauchen wir dann sowieso. Und wir müssen sowieso von Timber aus weiter, weil wir wollen Richtung Edeas Waisenhaus. Dementsprechend sehen wir uns gleich wieder in Timber. So, da sind wir wieder. Ich habe mal ein paar Vergissmeinnichts gekauft. Habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Die, wie gesagt, die könnt ihr benutzen, um... eine GF Abilities vergessen zu lassen. Ich habe vor allem die GF HP und GF Magie plus Abilities alle verlernt bei jeder GF. Ihr müsst das nicht machen, aber ich will das machen, weil es hat seine Vorteile. Die GF Magie Sachen haben keinen wirklichen Nutzen. Müssen wir nur noch gucken, wo hier der
Es geht wieder los. Hier waren wir nämlich schon mal. Das Problem hatten wir doch schon mal. Hier irgendwo ist nämlich dieses Waisenhaus. Ich glaube, da drüben ist es. Dann gehen wir nämlich genau dort an Land. Ja, da ist es. Da muss es sein. Ich müsste richtig sein. Oder? Ja, da hinten ist das Waisenhaus. Und viel wichtiger, sitzt nicht richtig hin. Ich habe es jetzt leider nicht gesehen, aber da, ihr müsst mir jetzt da vertrauen. Ich habe die Kamera nicht richtig gedreht. Da war auch der Galvadia-Garten. Schau mal, Squall. Ja, da ist er. Der Galvadia-Garten. Und der kann natürlich auch fliegen. Weil, wieso nicht? Unserer kann es doch auch. Und Nida spielt hier mit dem Flugtool. Was passiert? Der Feind dürfte auch uns auch entdeckt haben. Wenn nicht, werden wir zuerst zuschlagen. Yay! Kämpfe sind nicht zu vermeiden. Die Hexe ist noch bei denen. Ist das der finale Kampf? Ich hoffe, ja. Jo, das wird der Endbosskampf hier. Was mache ich zunächst? Ich muss Anweisungen geben, aber zu viele Anweisungen verwirren die Schüler. Ihr könnt hier nicht wirklich was falsch machen, aber ja, wir müssen die richtige Entscheidung treffen. Wir machen Vorbereitungen für den Angriff, das ist wichtig. Wir machen Vorbereitungen für die Verteidigung, das ist genauso wichtig. Und auch wichtig, die Unterstüfler. Wir müssen natürlich die Jünglinge beschützen und am wichtigsten, wir müssen die Hotdogs beschützen. Dann sind wir hier fertig. Machen wir mal die an... Ne, nicht über mich. Ja gut, das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich keine weiteren, aber okay. Squall gibt die Anweisung durch. Hier spricht Squall. Dies ist ein Notfall. Hört bitte gut zu. Wir werden gleich mit galvadianischen Truppen konfrontiert. Cypher ist auf der Seite des Feindes. Ich werde heute endlich meine alte Rechnung mit ihm begleichen. Schwertkämpfer der zweiten Klasse zum Radarplatz. MG-Lizenz Klasse 3 zum Außendeck im zweiten Stock und in Bereitschaft. Vergesst nicht, euch aufzuwärmen. Sie werden wahrscheinlich versuchen zu entern. Wir riegeln das Tor und den Schulhof ab. Der Küchendienst soll die Hotdogs einsammeln und sie im Geheimbunker verstecken. Sie dürfen nicht in die Hände des Feindes fallen. Sehr wichtig. Schüler, dessen Einsatznummern mit 8 enden, kümmern sich um die Unterstufe. Wunderbar. Das waren so viele unnötige Anweisungen. Im Kampf werden viele nervös. Bitte nur das Nötigste. Ja, da also die Hotdogs sind schon wichtig. Das ist gemein, Squall. Was los? Erstmal hier runter. Also ich fand das mit den Hotdogs ist schon wichtig. Das mit den, wie gesagt, die Squall-Zeile war nicht geplant. Ich gehöre doch auch zu euch. Ja. Sorry. Wieso wolltest du eine eigene Anweisung? Ich bitte dich, hey. Und wo, was sollen wir konkret tun? Wir werden jeden einzelnen Schüler einweisen. Wenn Zelda ist, fangen wir an. Ach, Xel schläft wahrscheinlich. Er sagte, er hätte seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ach ja, die eine Sache? Was für eine Sache. Wovon redet ihr? Ist geheim. Was ist hier los? So lange können wir nicht warten. Ich werde in den Schulhof gehen. Mit mir kommen? Wir nehmen, da wir Xel nicht mitnehmen können, nehmen wir wieder Irvine. Und Kiestes darf mal wieder mitkommen. Meine niedrigste Party. Ich meine, ich könnte auch Selfie mitnehmen, aber ich will jetzt die haben. Wunderbar. Selfie, du suchst Xel und führst die Truppe am Haupttor an. Wunderbar. Okay, okay, okay. Es ist noch Zeit, bis es soweit ist. Die GF braucht ihr noch nicht. Wir gehen in den Schulhof. Kommt bitte alle mit. Okay. Bevor wir das machen, eine Sache noch. Wir hatten doch dieses wunderschöne Zustandsschild. Das geben wir jetzt an Shiva. Wie gesagt, vergiss mal nichts. Ich habe hier noch eine Handvoll. Damit könnt ihr GF-Abilities löschen. Ich habe jetzt leider nichts mehr, was wir löschen wollen. Ich habe die, wie gesagt, ich habe die HP und MP Abilities überall gelöscht. Das heißt, die lernen jetzt alle nichts mehr. Der Rest sind Abilities, die ich noch lernen möchte. Und Shiva hat das Schild gelernt. Das heißt, Shiva kann jetzt 4 Verteidigungszauber binden. Ich möchte fürs erste solche haben. Weil solche ist richtig heftig, ihr seht schon. Gift, blind, stumm und Fluchschutz. Saugen wäre auch richtig cool, dann können wir nicht mehr abgesaugt werden. Blind haben wir, Schweigen haben wir. Wir können auch Konfusion, Tobsucht,
und vor allem Schlaf mitnehmen. Damit sind wir super geschützt mit Squall. Squall ist fast unbesiegbar. Die seht schon, wir brauchen nicht mal mehr Schleifen hier. Wir können einfach alles koppeln. Das habe ich bei den anderen schon gemacht. Ich wollte es nur noch gezeigt haben. Wir stehen... Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich ein bisschen was noch in den Part reinkriegen will. Wir fahren runter. Ha, was ist los, Selfie? Hey, was ist mit Renoir? Ja, was ist mit Renoir? Wo ist Renoir? Ich überlasse sie dir. Okay. Oder euch. Du kümmerst dich drum. Okay. Kümmer dich um Renoir, Selfie. Jetzt geht's rund. Garden versus Garden. Seed gegen... Naja, gut. Er ist kein Seed mehr. Hexe gegen... Oder Mutter gegen Kinder, sagen wir es so. Hallo. Was ist... Was ist die Kategorie? Er ist ein Anwärter Level 2, Zauber. Ah, also Magie-Qualifikation. Dankeschön. Was sind die hier? Feuereinheit Level 3 Kadett. Ja, Level 1, ein Trainee und die Sanitäterin. Ah, okay. Die beiden aufs Deck und der Sanitäter geht Sanitätern. Können denen noch ein paar kleinere Anweisungen geben. Viel wichtiger allerdings, das möchte ich noch schnell machen. Ihr drei? Alle auf dem Posten. Alle auf dem Posten. Vor allem der Kleine ist wichtig. Wenn wir die nämlich auf den Posten schicken und dann warten, bis der Kleine hierher gelaufen ist, können wir mit ihm reden. Hä? Ich dachte, wir können mit dem reden. Muss ich ihm folgen? Er müsste hier drin sein jetzt. Da hinten sitzt er. Der kleine Blonde. Hallo, kleiner Blonder. Nein, ich bin zu aufgeregt. Das ist ein Vita-Versorger. Vitra-Versorger. Verlierst du 20%. Oh, der hat die Feuerklasse erreicht. Gut. Aber wo ist dieses Kind? Ich bin zu aufgeregt. Nee, das ist aber nicht das, was ich wollte. Hä? Ja, war doch dieses Kit. Wenn ihr das ansprecht, gibt es euch ein, eine Hütte. Ja, genau, mit ihm hier. Müssen wir ihn hier ansprechen. Benutzt das hier. Wunderbar, jetzt haben wir unsere Hütte. Ab in die Klassenräume mit dir. Jo, wir haben ein paar Seeds, die die Unterstufler beschützen sollen. Ich meine, sie können eh schon ein paar Zauber. Ihr habt ja gesehen. Feuerzauber, Vitra... Zauber zum Heilen. Das ist gut. Wir werden ein bisschen in die Überlänge kommen. Ich werde nicht drum rumkommen. Ich habe ein bisschen zu lange gelabert. Aber gut, das ist jetzt halt so. Hier gibt's... Ja, ich könnte jetzt schon noch mit den ganzen Leuten hier reden, aber machen wir mal nicht. Die Mensa ist abgeriegelt. Ist logisch, die müssen... Ich habe ja gesagt, die sollen die Hotdogs beschützen. Ist natürlich wichtig. Gehen wir mal hier in die Außengebiete. Ihr seid hierfür zuständig. Ah, Cell ist hier. Nice. Dafür gibt es noch mal ein bisschen Kohle. Nein, wir haben kein Seed Level Down, weil ich gesagt habe, sie sollen die Hotdogs beschützen. Es macht, soweit ich weiß, wirklich gar nichts. Ist wirklich nur zur Belustigung. Alle herhören! Das ist bestimmt unser letzter Kampf. Wir müssen unbedingt gewinnen. Hast du vollkommen recht. Ey, ich werde hier die Stellung halten. Okay. Ich dachte, du schläfst. Ja, ich habe deine Ansprache gehört und gleich aufgesprungen. Ich habe gerade ein... Ich habe eine gerade Einsatznummer. Die Stellung hier ist doch okay, oder? Jo, hast du toll gemacht. Komm mal kurz her. Okay, was gibt's denn? Hm? Du hast doch einen Ring. Ja, und? Ich weiß, das ist ein schlechter Zeitpunkt. Was ist los? Schenkst du mir den? Nein, leih ihn mir einfach. Ich werde ihn nicht verlieren. Also, was ist... Was hast du vor? Ach, nichts Besonderes. Ich soll ihm den Ring leihen. Okay. Das ist mein Lieblingsring. Ja, ausleihen kann ich ihn schon. Okay. Was will der mit meinem Ring? Wehe, du verlierst den. Ja, verlier ihn nicht.
Ansonsten lernst du meine Gunblade kennen. Dann lerne ich Lionheart früher. Danke, Squall. Jetzt kann ich mein Gesicht wahren. Renoa wird sich auch freuen. Renoa? Was hat das mit Renoa zu tun? Okay, ich werde die Stellung halten. Okay, gut. Er hält die Stellung. Hey, Xel ist hier. Ah, okay, da sind auch die anderen. Hey, Selfie. Ich werde mitkämpfen. Ich will nicht nur beschützt werden. Ah, Renoa ist auch hier. Okay, Renoa will auch mitkämpfen. Gut, damit werde ich die Episode hier beenden. Ich muss kämpfen, sonst werde ich nicht akzeptiert. Ja, hast recht. Sei aber vorsichtig. Ja, lass dich nicht killen. Wir brauchen dich noch. Komm bitte zurück an die Brücke. Okay, machen wir. Beim nächsten Mal dann aber. Alles beisammenhalten und wir gehen zurück in die zur Brücke. Beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, ciao Leute. Euer Tridi.